Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe mit Paul. Ich hoffe, euch geht's allen gut und heute geht's für uns in den Zirkus. Wir wollen uns mal die Akrobatin anschauen aus der Playmobil Friends Serie. Die hat die Produktnummer 6826 und hat in der Hand auch schon ihre vier akrobatischen Ringe, die sie bei ihrer Einlage benutzen wird. Und sie hat auch so einen Akrobatinnenanzug an. Aber das Ganze wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen und sie zeigt uns mal ihre nächste Einlage. Los geht's! Gut, dann will ich mal für den Auftritt heute Abend noch die letzten Übungen machen. Dafür benutze ich erstmal noch meine Ringe. Die fliegen so gut. Okay, das wird auf jeden Fall was werden. Jetzt übe ich noch die Einlage mit dem Auto. Die erste Einlage, die ich mit dem Auto vorführen werde, ist, das Auto wird losfahren und ich werde hinten draufstehen und mit den Ringen jonglieren. Und jetzt werde ich noch versuchen, über das Auto zu springen. Das hat auch funktioniert. Jetzt bin ich bereit für den Auftritt heute Abend. Die Akrobatin trägt einen türkisenen Akrobatinnenanzug oder einen Turnanzug. Das ist ein Ganzkörperanzug, der geht einmal rundherum und die Nähte an der Brust sind mit Diamanten bestückt. Sieht wirklich schön aus. Und in den Haaren trägt sie auch noch eine lilane oder rosane Schleife. Also die ist wirklich vorbereitet für ihren großen Auftritt. Da muss man ja auch gut aussehen für. Und dann hat sie noch ihre vier Ringe dabei. Die Ringe sind ineinander gesteckt. Man kann die komplett miteinander verbinden. Dann hat man vier Ringe, die sie auch gleichzeitig in die Hand nehmen kann. Das passt immer ganz gut. Aber man kann die Ringe natürlich auch voneinander befreien. Und dann hat man vier einzelne Ringe. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch gerne touren oder ob ihr das eher nicht so mögt und wie euch die Akrobatin gefällt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne bewerten und uns abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge der Spielzeugtruhe wieder. Bis dahin, euer Paul. Tschüss!